Ja, hallo und herzlich willkommen in Dannys Garten. Ja, bei mir tut sich immer was. Es ist immer was los. Ich glaube, die sind glücklich. Der Boden ist leider noch feucht, aber das Scharren und Staubbad geht immer. Aber die einmal rauszukriegen aus dem Haus, das ist ein Spektakel. Sind sie einmal draußen, dann geht alles reibungslos wieder vorwärts. Geht die alte Gewohnheit. Baden, essen, fixen, schauen. So wie immer. Wenn ich Küken zum ersten Mal rausbringe, immer Spektakel. Und dann kann ich das nicht abwarten, rauszukommen. Mittlerweile bin ich das schon gewohnt. Ich glaube, die sind glücklich. Und dieses hier ist der Favorit, der Liebling von meinem Mann. Er sagt immer, er ist gespannt, wie es dann ausschaut, wenn es groß ist. Als ich mir die ausgesucht habe, habe ich so sehr gehofft, dass das Mädchen sind. Denn ich habe keinen Bock mehr zum Schlachten. Wenn es sein muss, ja, aber gerne machen wir das überhaupt nicht. Und ich denke, dass es von 22 Küken halbe halbe waren, 11 Goggeln, 11 Mädels. Und dass wir uns so entschieden haben, ist besser, dass wir die restlichen Küken verschenkt haben an den Nachbarn. Es war ja auch ausgemacht, dass er welche kriegt. Und wir wollten ja nicht, dass er nur Goggeln kriegt. Und wir wollten aber keine Goggeln mehr behalten. Denn das Schlachten macht wirklich keinen Spaß. Aber die Mädels, ich hoffe, das sind alles Mädels. Da war eines, das war etwas bräunlicher als das, was gerade dort liegt und badet im Sand. Und da war ich mir nicht sicher, da hatte ich wirklich Angst, dass es ein Goggel ist. Deswegen habe ich das Braun nicht genommen, sondern dieses hier. Ich hoffe, dass das alles Mädels sind. Denn dann haben sie ein langes, schönes Leben bei mir. Ja, da kam ja irgendwann einmal vor ein paar Wochen ein Kommentar, warum ich nicht Naturbrut zulasse. Ich lasse das zu, nur bei mir hat keine Henne den Versuch gemacht zu brüten. Kein Wunder, die sind ja auch im Mai vom Fuchs angegriffen worden. Viele haben es nicht überlebt, ein paar haben es überlebt. Und da bin ich auch froh, dass ich keine Küken hatte oder keine Glucke, denn ich weiß nicht, ob das was geworden wäre. Und mit einem Brutautomat, Kunstbrut, hat man immer Nachwuchs. Es ist zwar nicht lustig, wenn viele Goggeln dabei sind, Hähne, aber man hat Nachwuchs, es kommt frisches Blut rein und Hühner kann man nie genug haben. Heute war ich noch nicht auf dem Feld. Als Ausrede habe ich mir die Küken genommen. Da habe ich gesagt, naja, ich muss die Küken langsam an die Außentemperaturen gewöhnen, dass sie raus müssen. Folgedessen habe ich nichts gemacht auf dem Feld. Und ja, jetzt muss ich mir mal so anschauen, wie es so ausschaut, was die Kartoffeln so machen. Aber man kann sehen, es wächst alles. Ich bilde mir auch ein, dass der Mais hier über Nacht etwas gewachsen ist. Auch die Bohnen. Ein bisschen Unkraut konnte ich gestern doch machen. Nicht allzu viel. Aber man kann schon sehen, da wo das Unkraut weg ist, schaut es nicht schlecht aus. Und jetzt das Stück mit Unkraut. Da kann man die Bohnen nicht wirklich vom Unkraut erkennen. Ja, muss ich weitermachen. Wird schon. Gerade den Kartoffeln hat der Regen wirklich gut getan. Oberflächlich gesehen, krautmäßig ist viel da. Wie es im Boden ausschaut, das werde ich erst sehen. Aber auch der Mais steht gut.
habe gerade was entdeckt und bin eigentlich total verblüfft. Und das muss ich euch zeigen, damit ihr seht, was ich meine. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Ich habe schon bei den Bohnen die ersten Blüten. Und auch hier. Ja, und wenn es auch nur ein paar Bohnen sind als Saatgut fürs nächste Jahr, freue ich mich auch darüber. Ich habe mich geirrt, das ist nicht Radieschen, das ist Birrettich. Das wächst so lang wie eine Karotte und hat den Geschmack von einem Radieschen, aber ist fein im Geschmack. Da freue ich mich darüber. Hier haben wir vor 2 Wochen Gurken gesetzt. Ich schätze mal, das viele Wasser hat den Samen doch nicht gut getan, denn da tut sich gar nichts. Vor ein paar Tagen habe ich ja doch was gesehen. Aber jetzt ist alles wieder weg. Ob es Nacktschnecken waren, die sich da gütlich daran gemacht haben und gefressen haben, oder die einfach verrottet sind in der Erde, weiß ich nicht. Aber schaut nicht gut aus. Ein paar Melonen, die es überlebt haben, aber so viel Unkraut, ja, viel kann ich ja nicht ausrichten, zumindest ein bisschen das in der Nähe wegreißen, damit, wenn es dann wärmer wird, dass ich das dann auch, ja, sehe und mal da durch kann. Und Ameisen, ich hasse diese Biester. Die sind immer da, wo meine Kulturpflanzen sind. Warum auch immer. Ich weiß, Ameisen lockern den Boden. Aber ich will sie trotzdem hier nicht haben. Ja. Dumm gelaufen. Ich hasse diese Biester. Die können sonst überall im Garten bleiben, aber da nicht. Auch die Erbsen sind in Blüte. Ich denke mal, ein paar Erbsen werde ich doch haben. Zur Not kann ich ja noch immer Erbsen setzen, das ist ja kein Problem. Die Tomatenpflanzen scheinen hier noch zu leben. Sind nicht so groß wie die beim Haus. Aber mal schauen, vielleicht habe ich Glück auf ein paar Freilandtomaten. Und ich sehe, ein paar sind mir eingegangen, aber damit habe ich gerechnet. Aber die haben einen dicken Stiel. Die Paprikas hier leben so gerade noch, aber werden auch bald vom Unkraut überwuchert. Ja, mal schauen, ob sich da was entwickeln wird. So viel zum Thema unkrautfrei. Da könnt ihr mal schauen, wenn ich nicht aufs Feld kann, 1-2 Wochen, wie es dann ausschaut. Und wenn es dann so viel regnet noch dazu, tja, da muss ich dringend durch. Ananas-Erdbeere und normale. Beim nach hinten gehen zum Feld habe ich Erdbeeren gefunden, gleich geerntet. Die will ich essen, die überlasse ich diesmal nicht den Vögel. Ist ja meine Arbeit. Ein Grünspecht. Bei mir auf dem Feld gibt es ja nicht nur Kartoffelkäfer, Nacktschnecken, Eier und Kartoffellarven, sondern es gibt auch schöne Sachen. Das zeige ich euch gleich. Das ist was Erfreuliches. Oder da so viele Ansätze, Blütenansätze. Hier und da.
Oder da. Oder hier. Da habe ich das Unkraut noch nicht weggemacht. Wird aber noch gemacht. Ja. So erfreut man sich an seiner Arbeit. Oder an die hier. Das sind die lila Bohnen. Das schaut recht gut aus bei denen. Die hatte ich schon vor 2 Jahren. Da hatte ich nur 5, 6 Pflanzen. Und trotzdem habe ich von diesen 5, 6 Pflanzen 4, 5 Portionen zusammengekriegt. Und wir hatten, ich glaube, wir haben sogar noch einen Sackerl im Tiefkühler. Müssen wir noch verbrauchen. Ja, was ist los mit der Katze? Bist du auch ins Bild? Meine Lina, meine Lina, meine Lina, meine Lina. Ja, 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 ja. Du willst ein Star werden? Ja, sag einmal, Lina. Au. Du tust mir weh, Katze. Du tust mir weh. Aber ihr könnt sehen, sie hatten ihre Hinterns Vorderpfoten gekratzt. Ihr wisst schon, wie eine Katze halt dann rauft. Aber es gibt keine Blutspuren. Sie ist ja eine Liebe, sie will ja nur spielen. Sie will mir nicht wehtun und sie weiß ja, dass ich ihr auch nicht wehtue. Zucchini lebt noch, ist etwas blass. Ich glaube, der braucht Dünger. Sollte ich mich mal drum kümmern, dass er Dünger kriegt. Dieser Zucchini schaut besser aus. Ja, ist auch später rausgekommen. Karfiol oder Blumenkohl. Und da sieht man den Unterschied, je höher der Boden ist, desto trockener, je tiefer das ist, desto feuchter. Man kann den Unterschied erkennen. Das zeige ich euch nochmal von der anderen Seite, könnt ihr es besser sehen. Und viel Unkraut. Meine Gänse, 3. Pünktchen geht gar nicht mehr nach hinten. Die ist auf den einem Auge blind. Und die hier in der Mitte ist auch auf dem linken Auge blind geworden. Ich weiß nicht, was der Gander mit seinen Mädels macht. Dieser Kürbis hatte anscheinend zu viel Wasser, der ist ertrunken. Ja, Lina, schon gut, Katze. Die will noch immer spielen. Willst du noch immer spielen, Katze? Du willst noch immer spielen. Du willst noch immer spielen. Du willst noch immer spielen, ha? Naja, wer die ganze Nacht Party feiert und bis eben geschlafen hat, hat jetzt Lust zum Spielen. Es gibt ja auch schöne Sachen. Nicht nur viel Wasser auf dem Feld und Unkraut. Es gibt auch Obst. Und darüber freue ich mich ja. Angeblich soll es ja morgen schon wieder regnen. Und das wird lustig. Beziehungsweise soll es wieder Gewitter geben. Da muss ich mal schauen, was jetzt mein Gemüse hier macht. Ob es noch lebt. Aus den vordersten 2 Zeilen Erbsen hat das viele Wasser absolut nicht gut getan. Sind gelb. Aber ein paar Erbsen wird es schon geben für mich. Und wenn da jetzt doch nichts kommt an Gurken, was wir gesetzt haben, ich habe noch Erbsen, kann ich noch immer Erbsen setzen. Ja, was denn? Was ist denn? Du möchtest zu mir und da ist dir zu viel Wasser. Ja, komm her. Ja, komm her, Mitzi. Kannst du weit springen? Ja, du hast es geschafft, Schatzi. Du hast es geschafft. Ja, was ist los mit dir, Katze? Ja, was ist los mit dir, Katze? Hast du so starken Liebesbedarf? Hm?
Was ist los, Schatzi? Du willst ja nur zanken mit mir. Du willst ja nur zanken. Soll ich dir deinen Bauch streicheln? Du Bauchi weh, Schatzi. Du hast zu viel gesoffen in der Nacht. Zu viel getrunken in der Nacht und jetzt hast du Bauchi weh. Oder willst du nur, dass ich deinen Bauch streichle? Du liebst es, deinen Bauch gestreichelt zu bekommen. Eine Diva ist das. So, jetzt gehen wir weiter. Hab mir fast gedacht, dass diese Kürbis und Bohnen hier, was im Wasser gestanden sind, es nicht überleben werden. Die Sonnenblumen sind fast schon so groß wie der Mais. Aber nur fast. Und viel Unkraut. Was ist denn? Was hast du, Katze? Was ist los mit dir? Ist dir zu heiß? Mir ist ja auch heiß, Schatzi. Dann warte dort, wir gehen gleich zum Haus. Wenn eine Katze nur hören würde, was man ihr sagt. Was ist denn? Willst du herkommen? Na dann komm her. Na komm her. Da, komm her, Katze. Da. Lina, guck mal, ich habe was für dich. Guck mal, ja. Sie ist eine schlimme. Du bist eine schlimme Katze. Stimmt's? Feucht und kühl. Meine Katze. Auch darüber freue ich mich. So, ein paar Melonen haben es überlebt. Hier am Rand waren etwas mehr. Dem geht es wieder nicht gut. Zu viel Wasser. Und die, die was vorne waren, die sind irgendwie gänzlich verschwunden. Da sehe ich noch zwei Pflanzen. Aber das war es auch schon. Die ersten sind ja auch schon in voller Blüte. Mal schauen. Ja, was denn, Katze? Ich weiß, die ist heiß. Mir ist ja auch heiß. Ja, Schatzi. Wir gehen schon. Komm, wir gehen zum Haus. Da waren vorige Woche auch ein paar Kürbispflanzen, Gurkenpflanzen zu sehen. Jetzt sind sie weg. Ja, aber jetzt muss ich zum Haus gehen, denn ich habe eine Katze, eine schwarze Katze. Ihr ist heiß und sie will auf die Terrasse. Aber sie folgt mir auch immer, wie ein Hund. Da, wo ich hingehe, geht sie mit. Geh, Melina. Du bist eine schlimme Katze. Lina, bist du schlimm? Tomaten leben noch. Na, ich bin echt... Oh, ich glaube, ich sehe schlecht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da gibt es auch schon Blütenansätze. Und auch da. Und da sehe ich noch eine Blüte. Na, ist das nicht herrlich? Die zeige ich auch noch. Ja. Könnt ihr die sehen? Und ein paar Blütenansätze noch. Na, vielleicht habe ich doch Glück für ein paar Tomaten. Das letzte Gewitter, was wir hatten, war von Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag. Dann hatten wir am Freitag tagsüber ein paar Mal Regen. Aber jetzt donnert es. Die Tiere sind etwas unruhig. Die liegt noch da. Aber ansonsten, die Gänse waren hinten auf dem, beim Feld, sind hergelaufen, flatternd. Mal schauen. Und es donnert. Sogar meine Katze flüchtet.
Na, was ist, Lina? Komm. Ja, komm. Du kannst doch springen. Ja, was denn? Kommt denn ein Gewitter? Du wirst dich in Sicherheit wiegen. Es war ein wunderschöner, heißer Tag. Und jetzt auf einmal, innerhalb von 15 Minuten, ist es so dunkel geworden. Sogar die Hühner laufen hinten. Der Ganter spinnt. Der mag überhaupt kein Gewitter. So windig wie es vorhin war, habe ich gesehen, dass vom Birnenbaum und Zwetschgenbaum ein paar Äste gebrochen sind. Aber ich gehe jetzt nicht hin. Da warte ich, bis sich das beruhigt hat und dann werde ich die wegräumen. Aber nicht bei so einem Wind und Sturm. Das muss nicht sein. Die ist auch auf Bereitschaft, putzt sich noch schnell. Kein Gewitter, das hat sich aufgelöst, ist an uns vorbeigezogen. Da bin ich irgendwie auch beruhigt, denn es hat so viel geregnet, so viel Wasser auf dem Feld, das ist schon sehr viel. Und jetzt nochmal Sturm, das wäre mir zu viel gewesen auf dem Feld. Nicht nur mir, sondern allen hier. Mein Urwald. Kartoffelkäfer suchen ist angesagt schon wieder. Ich war mit den Küken bis eben draußen. Habe auf die Küken aufgepasst. Und jetzt bin ich draußen. Kartoffelkäfer absuchen. Und schaut euch das an. Wie das alles wächst. War der Mais letzte Woche noch so klein? Und da sieht man dazwischen schon das Unkraut. Aber der Regen hat ja den Mais doch gut getan. Nicht überall ist er groß, aber großteils. Der Rest kommt auch noch. Wasser ist nach wie vor auf dem Feld, also am Feldrand. Es hat sich aber zurückgezogen und mit dem Wasser auch die Erde und meine Erbsen liegen mehr als dass sie stehen. Und da sehe ich, sind etliche von dem Nasswasser kaputt gegangen. Aber es ist deutlich zurückgegangen. So schaut es hier hinten aus. Unkraut wächst schon wieder. Waren diese Sonnenblumen vorige Woche noch unkrautfrei, Anfang vorige Woche, sind sie jetzt überwuchert. Hier bei den Kartoffeln hat sich das Wasser großteils zurückgezogen. Und los geht's. Kartoffelkäfer, Eierblagen, Larven, Nacktschnecken. Wobei Nacktschnecken werde ich jetzt kein Glück mehr haben. Aber Kartoffelkäfer, Larven und Eier werde ich immer finden. So viele Maulbeeren. Ich glaube, ich hole mir den Sessel, setze mich hierher und esse einige. Oh, endlich kriege ich auch welche. Ich sage nochmal, Mahlzeit. Ja, es regnet wieder mal. Ja, eine etwas traurige Nachricht. Seit Wochenbeginn ist Pünktchen auch auf dem zweiten Auge blind geworden. Was auch immer sie hat, weiß ich nicht. Dazu kommt, dass auch Ricky, die Partnerin vom Ganter, auf einem Auge blind geworden ist. Pünktchen ist leider heute in den Morgenstunden verstorben. Die hat es nicht geschafft. Ich habe es mir aber gedacht, ich meine, ich habe sie die ganze Zeit
habe ich Pünktchen zum Futter hingebracht und habe ihr Wasser und Futter vor den Schnabel gestellt. So konnte sie essen, aber das ist nicht das Leben gewesen. Und sie hat wirklich nichts mehr gewogen. Und die anderen haben wir haben uns von ihnen getrennt, sagen wir mal so. Was mit ihnen passieren wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir haben sie mehr oder weniger verschenkt. Und das liegt nicht in meiner Macht oder kann ich nicht mehr beeinflussen. Aber ich glaube, der Nachbar wird sich darüber freuen, der wird sie aufpäppeln und dann schlachten, mit Sicherheit, weil er hat ja schon 3, 4, 5 Gänse jetzt. Und er wird die sicher nicht über den Winter durchbringen, also wird er sie mehr oder weniger schlachten. Und ja, es tut schon weh. Ja, so Tiere sind eine Verpflichtung und eine große Aufgabe, eine Herausforderung. Und ja, ich lege mir keine Gänse mehr zu, das haben wir uns schon ausgemacht, keine Gänse mehr. Denn die waren eigentlich eine Inzucht und das hat man dann schon gemerkt, dass diese Inzucht schon gewisse Probleme mit sich bringt. Ich werde bei den Hühnern bleiben, vorerst mal. Wenn mir irgendwann einmal Laufenteneier in die Finger fallen, ja, aber ansonsten vorerst mal nichts an Haustieren mehr, außer meine Hühner, die ich schon habe und die Küken und die kranke Esme, die werde ich natürlich weiterhin versorgen und mich um sie kümmern. Und ja. Ja, das mit den Tieren, das ist... Das tut einem doch weh. Aber nichtsdestotrotz, ich habe noch andere Tiere, um die ich mich kümmern muss. Ich kann nicht jetzt trauern und mich jeden Tag hinlegen und weinen und sagen, okay, meine Gänse sind jetzt weg und so. Aber was hätte ich denn auch tun sollen? Ich habe gemerkt, dass Pünktchen es nicht schafft. Und infolgedessen habe ich mich von dem Rest getrennt. Das tut weh halt. Mein Mann war ja entsetzt, weil er gemeint hat, naja, und die willst du alle weggeben und so. Habe ich gesagt, ja, will ich weggeben, weil es bringt nichts. Du hast es ja nicht erlebt. Jeden Tag hinter dem Gans herlaufen und dir das Essen hinstellen und Wasser oder sie in den Schatten stellen oder zum Baden geben oder richtig pflegen, also so wie einen Menschen. Und das hat mich schon mitgenommen. Folgedessen bleibt mir zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Ungarn. Ach ja, Daumen hoch und unten abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.